Ich habe Anträge auf vorzeitige Entlassung aus dem Totenreich geholt. Für dich, für mich und den König. Und noch ein paar weitere für den Fall der Fälle. Das ist großartig! Was? Das Formular hat nur 42 Seiten? Wie soll Hades auf Basis einer solch dünnen Faktenlage über eine Entlassung aus der Totenwelt befinden? Das ist ja beleidigend kurz gefasst. Na gut, dafür darf ich es wenigstens mehrfach ausfüllen. So, fertig. Ein Antrag in dreifacher Ausfertigung für den König, einer für meinen Doppelgänger, einer für mich, 20 weitere auf Reserve. Wer bringt denn die Anträge nun zum Amt? Ich kümmere mich ja schon drum. Die Drecksarbeit bleibt ja doch immer an mir hängen. Hey, ist jemand da? Ja, selbstverständlich bin ich da. Was willst du denn? Darf ich fragen, wer du bist? Du kennst mich nicht? Was bist du nur für ein Banause? Ich bin die große Banshee, in allen Dimensionen bekannt für meinen unübertrefflichen Gesang. Oh, du bist also die mit der Stimme. Ich habe von deiner letzten Vorstellung schon gehört. Sie war wohl ein umwerfender Erfolg. Fast das komplette Publikum war mausetot. Aber die überlebenden Kritiker waren begeistert. Und wer will wegen ein paar hundert Toten schon kleinlich sein? Endlich ein wahrer Fan. Weißt du was? Ich bin in guter Laune. Darum werde ich dir etwas vorsingen. Wow, das war wirklich zum Sterben schön. Ja, das sieht mein Publikum meistens so. Kein zu hoher Preis für die Kunst. Und ein schöner Tod ist es obendrein. Aber es gab doch immer wieder gewisse Unannehmlichkeiten über den Ruf des Ramponierten. Deshalb bin ich hierher gezogen. Hier bin ich sicher vor all den Skandalen wegen dieser lächerlichen Todesfälle. Gibt es wirklich Opern in der Totenwelt? Nein, Opern führen wir hier eher selten auf. Aber ich werde oft für Privatvorstellungen gebucht. Gerade erst habe ich eine Einladung zu Eurydikes berühmter Orgie erhalten. Die findet eigentlich täglich statt und ist die angesehenste Veranstaltung ihrer Art. Leute in deinem Alter würden wohl Party dazu sagen. Könntest du mir deine Einladung zu Eurydikes Party abtreten? Aber wie käme ich dazu? Ich werde vor erlesenstem Publikum meine berühmtesten Arien vortragen. Eurydike hätte sicher kein Verständnis, wenn ich nicht selber vorbeikäme, sondern ihr den Pöbel schicke. Pöbel? Bitte? Dein Gesang ist nicht schlecht, aber ich kenne jemanden, der singt viel besser. Wie bitte? Niemand singt besser als die große Banshee. Eurydike scheint der anderer Meinung zu sein. Sie hat ihren Orpheus zur Party eingeladen, diesen wirklich begnadeten Musiker. Diesen harfezupfenden, vor sich hin jammernden Spinner, der sich einbildet, ein Star zu sein, nur weil er mal vor Hades auftreten durfte? Ha, das ist doch wieder einer von diesen kurzlebigen Gesangssternchen, an die sich nächstes Jahr keiner mehr erinnert. Und sein Kiesstimmchen ist denn nicht einmal bis zur Kufa des Stücks zu hören. Besonders diplomatisch war ich ja nicht gerade. Aber ich glaube, mit einer kleinen Hörprobe von Orpheus könnte ich vielleicht noch etwas bei ihr erreichen. Zu dumm, dass dieser Schnulzensänger so weit entfernt ist. Irgendwie muss ich dieser Zicke die Hörprobe näher bringen. Hey, König! Lerne er zunächst einmal höfliche Umgangsformen, ehe er das Wort an uns richtet. Hey, König! Warum sollten wir ein Wort mit ihm wechseln? Er hat uns in eine furchtbare Misere gebracht. Hey, König! Seine Unflätigkeiten beleidigen unser Ohr. Wir werden solcherlei Gebrabbel verbieten lassen. Hey, König! Seine Unflätigkeiten beleidigen...
Das würde eine ziemlich laute Tröte abgeben. Ich habe hier Anträge auf Entlassung aus der Totenwelt. Tut mir leid, der Schreibtisch ist wegen Überfüllung geschlossen. Nimm deinen Wisch wieder mit und gib ihn mir später. So in 300 bis 400 Jahren sollte ich die meisten Anträge abgearbeitet haben. Außerdem hat der Cerberus den letzten Genehmigtstempel gefressen. Ich kann also gar nichts mehr genehmigen. Wie bitte? Heißt das, man kommt nun nie wieder auf diesem Weg aus der Totenwelt? Nicht, solange ich keinen Stempel habe. Ich habe ihn bei diesem Totenkult neu bestellt in der Oberwelt, aber die Damen und Herren in ihren feinen Kutten haben sich noch nicht bequemt, mir was zu schicken. So lange lehne ich eben alles ab, was ich auf den Tisch kriege. Bis auf die VIP-Anträge. Dafür habe ich einen eigenen Stempel, aber das kommt für dich wohl nicht in Frage. Na hör mal, ich bin Simon! Der Simon! Wer? Kannst du mir deine Flüstertüte leihen? Das Megafon? Vergiss es, das brauche ich selbst. Ich sage damit die abgelehnten Anträge an. Das ist mir eine besondere Freude. Darauf möchte ich nicht verzichten. Du machst das also aus reinem Sadismus? Na und? Das könnte ich doch für dich übernehmen. Was meinst du? So schlecht ist die Idee gar nicht. Meine Antragsteller werden sich die Krätze ärgern, wenn ein komischer Typ mit einem bescheuerten Hut vor ihnen auftaucht und die Ablehnung ihm durchsagt. Hier, nimm das Ding mit. Ich verzieh mich. Deine Laune ist ja nicht zum Aushalten. Antrag 134 DT abgelehnt.